Im Epic Store gibt es ja jede Woche allerhand gratis Spiele, mindestens eins, manchmal auch zwei oder gibt es inzwischen immer zwei, ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Und ich schaue mir die meisten Spiele an, manchmal sind da auch ganz nette Sachen dabei, aber so richtige High-End-Supertitel, ja, sind eher selten. Umso wichtiger ist es, dass ihr diese Woche mal in den Epic Store schaut, wenn ihr euch auch nur ansatzweise für das Mittelalter begeistern könnt. Es geht heute um Kingdom Come Deliverance, ein Rollenspiel mit offener Spielwelt, das euch auf eine abenteuerliche Reise ins Heilige Römische Reich entführt. Und das Besondere dabei ist, dass das relativ realistisch rüberkommt, zumindest das Mittelalter-Feeling. Und das Spiel ist ganz gut bewertet, wie ihr hier seht. Größtenteils positiv. Auch wenn es einige, ja, ich sag mal, Nachteile hat, man kann nicht frei speichern, das Kampfsystem ist ziemlich verwirrend. Nichtsdestotrotz kostet das normalerweise 30 Euro, zumindest hier bei Steam, und das gibt es noch bis zum 20. Februar kostenlos im Epic Store. In der Basisversion, das heißt ohne Add-ons. Ich habe mir das vor einiger Zeit mal gekauft, ebenfalls ohne Add-ons, und drum spiele ich hier die Steam-Version, ist aber das gleiche Spiel. Ich würde euch das ans Herz legen, wenn euch das Thema interessiert, auch wenn der Download recht umfangreich ist. Ich glaube, das waren jetzt so um die 60 Gigabyte, und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein. Gott segne dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut, ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein
Klaps auf die Rübe sollte genügen. Mhm. Heinrich, jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich, wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Hm, na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? So, nach diesem fulminanten Intro bin ich jetzt im Gespräch. Wir unterhielten uns in der Schenke, ich war beim Reigen, ich war bei Bianca oder ich arbeitete in der Schmiede. Nicht viel. Die Jungs und ich haben uns bloß in der Schenke unterhalten. Irgendein Wandersmann kam vorbei und erzählte uns, was in der Welt so vor sich geht, und ich übersah die Zeit. Hoffentlich hat er dir keinen Floh ins Ohr gesetzt. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Auch hier habe ich jetzt wieder die Wahl. Und dann lerne ich es eben, na und? Es kann kaum schaden, oder? Wenigstens weiß ich mich dann zu verteidigen. Entscheide ich mich für Stärke. Jesus Maria, Heinrich! Du weißt, was dein Vater tun wird, wenn er es erfährt. Ach ja? Was will er denn tun? Ich tue nichts Unrechtes. Ich wollte es bloß versuchen. Setz deinen Dickkopf nur durch. Ich kann dich nicht davon abhalten. Also schlag dich selbst mit deinem Vater herum. Ich helfe dir nicht. Aufgabe begonnen. Geh zu deinem Vater und ich beende das Gespräch. Als nächstes soll ich mich zum Schwertkampftraining begeben. Das Besondere an dem Spiel ist wirklich, dass es realistisch ist, dass es versucht, das Mittelalter in etwa so abzubilden, wie es war. Ich nehme hier ein bisschen was zu essen mit. Und dann begebe ich mich nach draußen. Ich kann hier auch direkt was aus dem Topf essen, was die Mutter gekocht hat. Und dann schaue ich mir mal die Welt an. So sieht das aus. Besonders hervorheben würde ich die realistischen Tagesabläufe der NPCs. Das hier ist tatsächlich ein Rollenspiel. Geht so ein bisschen auch in Richtung Action-Adventure, aber man muss definitiv seine Fähigkeiten trainieren. Wir haben ein Inventar, wir haben Waffen, wir haben Rüstung, Nahrung, Questgegenstände, wir haben ein Questblock. Also es ist ein bisschen eine Mischung aus Rollenspiel, Action und Adventure. Ich habe den Köhler entdeckt. Ich will der Hauptstory im Moment jetzt nicht weiter folgen. Ich wollte euch eigentlich bloß mal kurz das Spiel zeigen. Gemischtwaren, Werkzeug, Gerätschaften aller Art. Kommt und kauft. Winter, Zwiebelsuppe für den Frühling, Spargel für den Gaumen und Pflaumen gegen Ächzen und Raunen. Schön, dass du da bist.
alles, um Mutter Natur zu bezwingen. Ladet euch das runter, wenn ihr es noch nicht habt, wenn ihr genug Zeit habt, das zu spielen. Ich hatte da mal ein Let's Play angefangen, aber das hat dann auch wieder niemand mehr so richtig interessiert und inzwischen denke ich, das wäre eher mal was für einen Livestream. Könnt ja gerne mal einen Kommentar da lassen, wenn ihr an sowas Interesse habt. Und dann bedanke ich mich auch schon wieder fürs Zuschauen.